9. November 1989. In Berlin stehen die Menschen auf der Mauer, die ihnen jahrzehntelang Schrecken einjagte, sie einsperrte und trennte von Freunden und Angehörigen. Das ist vorbei. Jetzt kennt die Freude keine Grenzen mehr. 20 Jahre stand sie grau da. Ach, jetzt gibt sie einfach nicht mehr. In den Monaten davor spitzt sich die Lage in der DDR dramatisch zu. Die offensichtliche Fälschung der Kommunalwahl im Frühjahr durch das Politbüro unter Staatschef Honecker bringt das Fass zum Überlaufen. In vielen ostdeutschen Städten gehen die Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen die Manipulationen und für mehr Reisefreiheit. Noch versucht die Staatssicherheit, die Demonstrationen zu unterdrücken. So auch in Berlin. Das DDR-Regime reagiert nervös. Immer mehr Menschen stellen einen Ausreiseantrag. Mehr als 100.000 sind es 1989. Viele tausend andere versuchen zu fliehen, oft über die westdeutschen Botschaften, etwa in der damaligen Tschechoslowakei und Polen. Auf dem Bahnhof in Hof betreten viele zum ersten Mal westdeutschen Boden. Das Regime wankt. Es ist Günter Schabowski, Mitglied im DDR-Politbüro, der am 9. November überraschend eine Neuregelung der Ausreisebestimmungen bekannt gibt. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Die Neuigkeit verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Bald gibt es kein Halten mehr. Meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ich jetzt rüber hier und meine Eltern besuchen gehen, ja? Ja. Auch am Tag darauf eine Abstimmung mit den Füßen. Auch West-Berlin ist überrascht. Bürgermeister Walter Momper und der frühere Bundeskanzler Willy Brandt am Brandenburger Tor, das zum Symbol geworden ist für die deutsche Teilung. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Mit diesem Satz trifft Brandt später das Gefühl vieler und beschreibt gleichzeitig die Aufgaben der folgenden Jahre. Eine Ausstellung im Auswärtigen Amt zeigt noch einmal die dramatischen Ereignisse der Wendezeit. Kompakt auf 20 Plakaten. Angereichert mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir wissen ja heute über das, was da in dieser Zeit passierte, sehr viel genauer und differenzierter Bescheid, als wir das in 89 und 90 selber gewusst haben. Wir haben inzwischen noch 20 Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wie andere Oppositionelle auch galt Eppelmann in der DDR als Staatsfeind. Seit der Wende liegt ihm die Aufarbeitung der Vergangenheit am Herzen. Dass die Ausstellung so gut ankommt, freut ihn besonders. Die Plakate sind in diesem Jahr in vielen deutschen Städten und im Ausland zu sehen. Der Mauerfall, eine spannende Geschichte, die auch heute noch bewegt. In den Monaten nach dem 9. November verhandelt die Bundesregierung in den sogenannten 2+4 Gesprächen über die deutsche Einheit. Immer wieder treffen Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher die Vertreter der vier alliierten Mächte sowie der DDR. Im September 1990 gelingt der Konsens. Einen knappen Monat später feiert Deutschland seine Einheit. Seither ist dieser Tag, der 3. Oktober, Deutschlands Nationalfeiertag.